北京外国语大学，北京外语音像出版社，《走遍德国》中级二学生用书。 Mittelpunkt C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch CD1. Lektion 1. CD1. Track 1. Kerstin Hanse stammt aus Norddeutschland und ist wegen eines attraktiven Jobangebots nach Süddeutschland gezogen. Für eine Sendung über die Mobilität junger Berufstätiger berichtet sie über ihre erste Zeit in der neuen Umgebung. Ich habe Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Das war vielleicht ein Fehler, aber naja, es war eben das, was mich am meisten interessiert hat. Ich habe auch ein sehr gutes Examen hingelegt. Aber dann, fast 50 Bewerbungen waren nötig, acht Monate erfolglose Suche. Bis sich der Job bei einem Verlag in München ergeben hat. Da bin ich natürlich umgezogen, obwohl ich viel lieber in Norddeutschland geblieben wäre und obwohl ich zu der Zeit sehr wenig Geld hatte wegen der langen Durststrecke. Meine Eltern sind beide aus gesundheitlichen Gründen Frührentner und können mich auch nicht unterstützen. Ich habe mir eine kleine Wohnung in einem Dorf etwa 30 Kilometer von München genommen. Die Miete ist dort einfach billiger und auf die schnelle habe ich in der Stadt auch nichts bezahlbares gefunden am anfang war es schrecklich auf dem dorf ich kannte keinen menschen also bin ich manchmal in die örtliche bierstube gegangen das war aber gar nicht ohne das fing schon damit an dass ich die speisekarte nicht verstanden habe und erst recht nicht die erklärungen der wirtin woher sollte ich auch wissen was dachi obatzda schmarren oder schwammeln sind wenn ich versucht habe, mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen, gab es auch öfter Verständigungsprobleme, weil der Dialekt total fremd für mich war und ich hatte das Gefühl, dass sie mich auch nicht verstanden haben. Ich war richtig unglücklich und habe mich oft einsam gefühlt. Am schlimmsten waren die Wochenenden. Da konnte ich zwar nach München fahren, aber dort kannte ich ja auch keinen Menschen. In der Woche abends in die Stadt fahren war mir auch zu viel. Ich war echt schon der Depression nahe. Aber ich bin nicht der Typ, der sich unterkriegen lässt. Ich bin zur Gemeinde gegangen und habe da gefragt, was es so an Freizeitmöglichkeiten für einen und so weiter gibt. Die haben mir Adressen gegeben. Zu meiner Überraschung gibt es hier eine ganze Menge: Sportverein, Gesangsverein, Skatverein etc. etc. Hätte ich nicht gedacht, hier auf dem Land. Jetzt gehe ich einmal in der Woche Basketball spielen und zu einem Aerobikkurs. Ich habe schon einige nette Frauen kennengelernt. Die habe ich auch schon privat getroffen. Es geht aufwärts. CD 1, Track 2 bis 4. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Fachgespräch bei Radio Uni. Heute geht es um das Thema Netzwerke knüpfen. In der Arbeitswelt spricht heute jedermann von Netzwerken als Verb, wohlgemerkt, oder auf Neudeutsch Networking. Was ist das eigentlich? Ist es das ganz normale Vitamin B, also Beziehungen zum eigenen Vorteil, oder ist es die Kunst, Kontakte zu knüpfen, zu erhalten und Beziehungen zu pflegen? Genau das wollen wir heute Abend versuchen zu klären. Zunächst sprechen wir mit drei jungen Leuten, die uns über die Rolle von Netzwerken bei ihrer erfolgreichen Jobsuche berichten. Thomas Weizel hat Germanistik und Politikwissenschaften studiert, schon einige Praktika und befristete Tätigkeiten hinter sich und hatte sich ein Jahr lang ohne viel Erfolg beworben. Schließlich hat es aber doch noch geklappt. Er ist jetzt Referent bei einer politischen Stiftung. Herr Weizel, können Sie uns erzählen, wie Sie das gemacht haben? Hm? Naja, von den erfolglosen Versuchen brauche ich ja wohl nicht zu berichten. Die Stelle bei der Stiftung habe ich durch den Vater meines Freundes bekommen. Er ist Mitglied im Tönissteiner Kreis. Die kennen da viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Und der hat mit jemandem von der Stiftung gesprochen und mich empfohlen. Aha. Also Vitamin B. Finden Sie das nicht ein bisschen ungerecht, anderen gegenüber, die nicht solche Beziehungen haben? Was heißt hier ungerecht? Beziehungen muss man ja auch pflegen. Hier war das doch nur der Türöffner. Die Tests und all das habe ich natürlich machen müssen. Da musste ich mich schon gegenüber meinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern durchsetzen. Außerdem engagiere ich mich jetzt als Gegenleistung selbst im Tönissteiner Kreis. Eine Hand wäscht die andere. <laughs> Nun zu Ihnen, Frau Blecher. Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert und waren ziemlich lange auf Jobsuche. Jetzt haben Sie als Controllerin in einem großen Konzern angefangen. Frau Blecher, erzählen Sie uns doch bitte mal. Wie Sie die Stelle gefunden haben. Ja, also, das war so. Ich wollte am liebsten in einem größeren Unternehmen arbeiten, weil ich auf diese Weise vielleicht auch mal an andere Standorte kommen könnte. Zum Beispiel auch im Ausland. USA oder Japan würden mich besonders interessieren. Na, da habe ich mich bei Xing angemeldet. Das kostet nicht viel und ist unheimlich effektiv, wissen Sie? Aha. Und wie funktioniert das genau? Naja, die Idee basiert auf der Theorie des kleine Weltphänomens. Dabei handelt es sich um eine Prognose, nach der jeder Mensch auf der Welt mit jedem anderen über eine erstaunlich kurze Kette von Bekanntschaftsbeziehungen verbunden ist. Nimmt man sich jetzt wahllos eine Person aus dem Netzwerk heraus, wird immer der direkteste Weg von einem selbst zu eben dieser Person angezeigt. Und dieser Weg umfasst selten mehr als fünf Glieder. Verzeihen Sie, Frau Blecher, aber das sollten Sie ein bisschen genauer erläutern. Bitte. Na, alte Kontakte aktivieren, neue knüpfen und bestehende pflegen. All das ist super einfach. Man muss sich keine E-Mail-Adressen oder sonstige Daten merken. Einfach bei Xing nachschauen. Außerdem kann ich, egal wo ich mich gerade aufhalte, mit meinen Kontakten, Kontakten einfach ins Internet gehen und bei Xing einloggen. Fertig. Meine Erfolgsgeschichte ist doch das beste Beispiel. Mein jetziger Arbeitgeber hat mich über Xing gefunden. Eine kurze Nachricht, ein Telefongespräch, zwei Bewerbungsgespräche und ich hatte den Job. Aha. Hm. Hm, für meine Ohren klingt das ein bisschen zu simpel. Und, verzeihen Sie, auch etwas mechanisch. Naja, es ist einfach, aber es ist nicht simpel. Wichtig ist, dass man sein Profil wirklich sehr gut ausarbeitet und dass man sehr ehrlich ist und genau definiert, was man sucht, aber eben auch was man bieten kann. Und dann fühlen sich potenzielle Interessenten schon mal angesprochen. Und äh, was meinen Sie mit mechanisch? Und das ganze ist einfach genial, super praktisch, modern und effizient. Ähm, Frau Blecher, ich bin beeindruckt. Aber wir müssen jetzt noch Frau Streng zu Wort kommen lassen, nicht? <laughs> Anne Streng ist Schreinerin und musste eine neue Stelle suchen, weil ihr Arbeitgeber den Betrieb, in dem sie bisher gearbeitet hat, aus Altersgründen zugemacht hat. Sie hat schon nach einem Monat eine neue Stelle gefunden. Frau Stein, wie ist Ihnen das so schnell gelungen? Es war ein bisschen Glück dabei, aber das muss man ja meistens haben. Ich war früher mal mit ASA in Kolumbien. Vorher hatte ich mehrere Vorbereitungsseminare, und dort habe ich andere ASA-Teilnehmer kennengelernt. Mit denen habe ich über das Alumni-Forum immer Kontakt gehalten. Tja, ein ehemaliger hat jetzt eine kleine Firma. Bodenbeläge, Parkett, Holzbau etc. Ja, der suchte jemand und da kam ich wie gerufen. Er kannte mich ja schon. Eigentlich ist die Geschichte ganz lustig. Wie, wieso lustig? Ich meine, ist doch ganz verständlich, dass man gern jemanden nimmt, den man schon kennt. Ja, klar. Das meine ich auch nicht. Es ist deshalb lustig, weil ich meine erste Stelle über ein ähnliches Netzwerk gefunden habe. Damals habe ich mich bei Stay Friends angemeldet. Das ist eine Internetplattform, über die man ehemalige Schulkameraden finden kann. Tatsächlich habe ich dort eine alte Freundin wiedergefunden, zu der ich den Kontakt verloren hatte. Und, wie das Leben so spielt, Ihr Onkel ist mein bisheriger Arbeitgeber. Also tatsächlich, nichts scheint heute so wichtig wie Beziehungspflege zu sein. Aber gibt es da nicht auch ziemlich kritische Aspekte? Ich meine, ähm, da ist. Aber nein, das ist ein Thema für den zweiten Teil unserer Sendung, wo wir uns mit Experten unterhalten. CD 1, Track 5 bis 7 Der Tauschhandel gilt als älteste Form des Handelns. Und obwohl man in unseren Tagen scheinbar alles kaufen kann, blüht der Tauschhandel wieder auf, und zwar in Form von Tauschringen oder Tauschbörsen. Als Tauschbörse bezeichnet man eine Börse oder einen Ort, an dem Menschen die Gelegenheit zum bargeldlosen Tausch von Dingen geboten wird. Ein klassischer Tauschring hingegen ist vergleichbar mit einer gut organisierten Nachbarschaftshilfe oder einem Netzwerk, zu dem sich Menschen zusammenschließen, die sich gegenseitig helfen wollen. Dort werden also vorwiegend Dienstleistungen getauscht. Diese traditionelle Abgrenzung zwischen Tauschbörse und Tauschring wird heute allerdings nicht mehr so streng eingehalten. Inzwischen findet man solche Tauschorganisationen in vielen Städten der Welt und ihre Mitgliederzahl steigt ständig. Wie funktionieren sie? Und was macht sie für so viele Menschen so attraktiv? Wir haben eine Nutzerin interviewt. Frau Häuser, Sie sind seit kurzem Mitglied in einem Tauschring. Wie ist es dazu gekommen? Also eigentlich bin ich per Zufall auf den Tauschring aufmerksam worden. <laughs> ja, es war kurz nach Weihnachten, als ich mich auf der Arbeit, ich bin Friseurin, müssen Sie wissen, mit einer Kundin über die vielen unnützen Weihnachtsgeschenke, also die dritte Blumenvasen und das vierte Fitnessbuch unterhalten habe. Na, da sagte sie, machen Sie es wie ich, tauschen Sie doch die Geschenke in einem Tauschring. Und da gibt es eine Aktion, bei der man Weihnachtsgeschenke tauschen kann. Na, ja, da bin ich ziemlich neugierig geworden. Ist es schwer, mit einer Tauschbörse in Kontakt zu kommen? Nein, wo? Es gibt ja nicht nur in vielen Städten Tauschbörsen und Tauschringe, sondern auch einen überregionalen Online-Tauschring. Da kann man sich einloggen und los geht's. Wenn man aber nicht nur online tauschen möchte, sondern auch Leute kennenlernen will, dann geht man am besten zum Infoabend eines Tauschrings in der Nähe. Denn wenn man bei einem Netzwerk wie dem Tauschring mitmachen möchte, dann sollte man schon einige Spielregeln kennen. Na, das klingt aber eher kompliziert. Kann da eigentlich jeder mitmachen? Ah ja, klar. In unserem Tauschring sind Privatleute aller Alters und Berufsgruppen vertreten, von der Hausfrau über die Studentin bis zum Rechtsanwalt. Die Leute sind an echter Nachbarschaftshilfe interessiert. Deshalb habe ich auf dem Infoabend gleich die Beitrittserklärung unterschrieben und dann habe ich ein Nutzerkonto für das Online-System bekommen und nun stehen meine Gesuche und Angebote zusammen mit allen anderen im Netz und in der Tauschzeitung. Ah ja, und der äh, Scheckheft, mit dem ich mit meinen Tauschpartnern die Leistung abbrechen kann, das habe ich auch erhalten. Hm. Also hier sind ja viele Begriffe aus dem Bankwesen gefallen. Konto, Scheckheft, Abrechnen und so weiter. Meines Wissens kann man aber an einem Tauschring doch gerade ohne Geld teilhaben, oder? Ja, doch, doch. Äh, natürlich funktioniert auch unser Tauschring ohne Geld. Äh, man muss sich ein. Mehrstufiges Tauschsystem vorstellen, bei dem die Mitglieder ihre Leistungen, ihre Fähigkeiten, ihre Talente oder ihren Besitz tauschen. Na, also konkret kann man sich das so vorstellen: Da ist zum Beispiel der Holger, der ist Gitarrenlehrer und braucht Hilfe im Garten. Und Volker ist wiederum Gärtner und kommt mit dem Textverarbeitungsprogramm nicht zurecht. Und die Bürokauffrau Anita, die möchte gern Gitarre lernen. Anita hilft also Volker bei der Textverarbeitung. Volker hilft Holger im Garten und die Anita wird von Holger unterrichtet. Damit es aber bei dem Tauschhandel gerecht zugeht, werden die einzelnen Leistungen bei uns in Zeiteinheiten verrechnet. Mal abgesehen von Material oder Fahrtkosten, die können wirklich mit Geld ersetzt werden. Wenn ich hier noch mal nachhaken dürfte, könnten Sie das mit den Zeiteinheiten vielleicht ein bisschen näher erläutern? Ah ja gern. Also in unserem Tauschring werden die einzelnen Leistungen nach ihrem zeitlichen Aufwand berechnet. Dazu haben wir ein Punktesystem, also unsere Währung sozusagen. Eine Viertelstunde entspricht einem Punkt, ganz egal, ob wir eine Viertelstunde Babysitten oder eine Viertelstunde Rechtsberatung erhalten. Je nachdem, ob wir diese Leistungen erbracht oder erhalten haben, wird dies in dem Scheckheft und unserem Nutzerkonto vermerkt. Diese werden dann alle sechs Monate in einer Mitgliederversammlung offengelegt, damit niemand nur Leistungen einfordert und selbst keine Leistungen erbringt. Aha, interessant. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann werden also höher qualifizierte Leistungen nicht höher bewertet, nicht? Ja, genau richtig. In unserem Tauschring sind alle Talente und Fähigkeiten gleichwertig, was ich persönlich äh, sehr gerecht finde. Na, es gibt aber auch Tauschringe, die höher qualifizierte Tätigkeiten honorieren. Und wieder andere machen da überhaupt keine Vorgaben. Aha. Und sagen Sie uns doch bitte zum Schluss, wie ist es denn zu Ihrem ersten Tauschgeschäft gekommen? Ja, also, da muss ich noch einmal auf die Weihnachtsgeschenke zurückkommen. Ich hatte die große Bodenvasen in die Angebotsliste im Internet und in der Tauschzeitung unter der entsprechenden Rubrik eingetragen. Außerdem hatte ich ein Gesuch aufgegeben. Ich suchte damals nämlich jemanden, der mein Fahrrad reparieren konnte. Und waren Sie zufrieden mit Ihrem Tauschhandel? <laughs> ja, sehr zufrieden sogar. <laughs> ja, eine Woche später hat sich eine ältere Dame die Bodenvasen abgeholt. Sie ist schon seit fünf Jahren beim Tauschring und hat mir geholfen, alles ordentlich in mein Scheckheft einzutragen. Tja, und dann kam Bruno und hat mein Fahrrad repariert. Na. <laughs> Ja, und, und bei uns hat's gefunkt. <laughs> Toll! Vom Tauschpartner zum Lebenspartner. Da können Sie ja nur ein positives Fazit ziehen, nicht wahr? <laughs> ja, soll ich da jetzt etwa Nein sagen? Ja, von, von ganzem Herzen. Das mit Bruno war natürlich Glück. Aber darüber hinaus bereue ich meine Mitgliedschaft im Tauschring überhaupt nicht. Na, ganz im Gegenteil. Ich finde es toll, dass man für viele Dinge, die man im Alltag teuer bezahlen muss, wie zum Beispiel kleinere Reparaturen, Nachhilfe und so weiter, nichts zahlen muss. Ja, und sogar was die Freizeit betrifft. Also ich kann mir auf diese Weise jetzt Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Surfen leisten. Ich schaue einfach in die Angebotsliste und wähle eine Aktivität aus. Na, außerdem kann ich meine Fähigkeiten einbringen und lerne noch viele nette Leute kennen. Endlich habe ich auch außerhalb meiner Arbeit wieder mehr Kontakte. Ist doch fantastisch, oder? Allerdings, das klingt ja alles sehr positiv. Aber sehen Sie denn auch Nachteile? Von Nachteilen würde ich jetzt nicht sprechen. Ich würde eher sagen, dass man eine bestimmte Grundeinstellung mitbringen muss. Also man sollte Zeit haben. Denn für die Leistungen, die man bekommen hat, muss man ja wieder eine Gegenleistung erbringen. Und, und das kostet Zeit. Man kann sich nicht freikaufen. Außerdem ist Geduld eine wichtige Voraussetzung. Wenn man zum Beispiel töpfern lernen will und es aber nur ein Angebot gibt, das bereits vergeben ist, dann heißt es ein Gesuch schreiben und warten. Wichtig finde ich auch Verbindlichkeit. Man sollte den Mitgliedern definitive Zu- oder Absagen machen, um ihnen dauerndes Nachfragen zu ersparen und Planungssicherheit zu geben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ziemlich nervig sein kann, wenn man auf eine Person stößt, die es damit nicht zu so ernst meint. Und dann hilft eben wieder nur die Geduld. Also, wenn man diese drei Fähigkeiten mitbringt, dann kann der Tauschring eine sehr bereichernde Erfahrung werden. Na, dann können wir Ihnen ja nur weiterhin viel Spaß beim Tauschen wünschen. Dankeschön, das werde ich haben. Das waren die Erfahrungen eines Mitglieds. Vielleicht haben wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun auch neugierig gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.tauschring.de. Lektion 2 CD 1, Track 8 liebe hörerinnen und hörer, wir schalten jetzt live in das hessische landesmuseum, wo eine internationale besuchergruppe auf uns wartet. sie wird von dem kunsthistoriker und boys-experten dr. möbius durch die boys-abteilung den sogenannten block boys geführt. meine damen und herren! Ich darf Sie herzlich zu der Führung im Blog Beuys, dem weltweit größten authentischen Werkkomplex von Josef Beuys, begrüßen. Wir sind ja heute eine multinationale Gruppe mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Interessen. Äh, damit ich besser auf Sie eingehen kann, wäre es schön, wenn Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihr Interesse an Beuys formulieren könnten. Also, mein Name ist Paul Miller. Ich komme aus London. Studiere dort Kunstgeschichte und mache gerade ein Praktikum in einem Frankfurter Museum. Ich interessiere mich besonders für die Verbindung von Politik und Kunst bei Boys. Ich heiße Giovanna Benedetti Fischer. Kunst interessiert mich sehr und seitdem ich nicht mehr arbeite, reise ich zu allen wichtigen Ausstellungen und Museen. Von Beuys habe ich schon Werke auf der Documenta gesehen, aber ich habe ihn bis heute nicht verstanden. Na, dann hoffe ich doch sehr, dass ich Ihnen heute helfen kann. Also, ich bin Fernando Sanchez. Ich arbeite schon lange als Industriedesigner in Köln. Ja, um zum Werk. Ich muss mich immer zuerst mit der Biografie des Künstlers beschäftigen, damit ich seine Kunst begreife. Ja, und ich bin hier, weil ich mehr über die Biografie von Beuys erfahren möchte. Ich heiße Madeleine Cherbourg-Mayer. Und obwohl ich schon lange hier in Darmstadt wohne, habe ich den Namen Beuys noch nie gehört. Da haben mich meine Freundin die Ausstellung geschickt. Und hier bin ich. CD 1, Track 9 bis 11. Ja, vielen Dank. Da habe ich ja schon mal einen ersten Eindruck gewonnen. Zunächst möchte ich Ihnen eine kurze Einführung zu dem Block Beuys geben. Sie können mich gerne unterbrechen, wenn Sie Fragen haben. Wir befinden uns hier im weltweit größten authentischen Werkkomplex von Josef Beuys. Seinen Kern bildet eine 1967 vom Darmstädter Sammler Karl Ströher angekaufte Werkgruppe, die von 1968 ab erweitert und ergänzt wurde. 1970 hat Josef Beuys die Aufstellung der Objekte und ihre Installation in Vitrinen selbst vorgenommen. In sieben Räumen sehen Sie über 250 plastische Arbeiten aus der Zeit von 1949 bis 1972, darunter zahlreiche für das Kunstverständnis von Beuys bedeutsame Objekte und Installationen. 23 Vitrinen in den Räumen bergen Objekte aus ehemaligen Aktionen von Josef Beuys. Zeichnungen und Wasserfarbenblätter ergänzen diese Sammlung. Kennen Sie denn berühmte Werke von Beuys? Also ich kenne die Badewanne mit dem Fett und den Heftpflastern. Also mich hat dieses Objekt ziemlich verstört, denn ich habe, wie ich schon sagte, von seiner Kunst überhaupt nichts begriffen. Deshalb bin ich ja heute hier. Dass es vielen Menschen so geht wie Ihnen, beweist diese kleine Anekdote. Eben diese Badewanne wurde vor einer Vernissage von sehr pflichtbewussten Putzfrauen gründlich gereinigt. <laughs> Beuys Werk, das in vier Jahrzehnten, also zwischen 1945 und 1985, entstanden ist, wurde schon zu Lebzeiten heftig diskutiert. Es gilt heute. Als eines der bedeutendsten und einflussreichsten Beiträge zur bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich? Ich wundere mich doch sehr, dass ich das Werk des Künstlers überhaupt nicht kenne. Das ist alles neu für mich. Ja, dann darf ich Sie jetzt herzlich zu einer kleinen theoretischen Auseinandersetzung mit dem Werk von Beuys einladen. Entschuldigung, könnten Sie uns zunächst etwas zu Beuys Leben sagen und zu seiner Person? Wie war er denn so als Mensch? Sehr gut, Sie liefern mir gerade das richtige Stichwort. Joseph Beuys war ein charismatischer und dabei sehr bescheidener Mensch, der stundenlang und unermüdlich seine Kunst erläutern konnte. Er war ein liebevoller Ehemann und Vater von zwei Kindern und er galt als strenger und gewissenhafter Professor. Mhm. Er war sehr engagiert in Politik und Gesellschaft, aber. Er war auch ein kranker Mann, denn seine Kriegserlebnisse hatten ihn körperlich und seelisch stark beeinträchtigt. Ja, ich habe schon irgendwo gelesen, dass der Künstler sehr von seinen Kriegserlebnissen geprägt wurde. Was ist eigentlich damals geschehen? Nun, er nahm als Kampfflieger am Zweiten Weltkrieg teil und stürzte während eines Einsatzes 1943 über der Krim ab. Damals war er gerade mal 22 Jahre alt. Wow. Er war schwer verletzt und wurde von russischen Tataren gepflegt, die ihn während des Krankenlagers in Filz gehüllt und mit Talg, also Tierfett, behandelt hatten. Mm. Oh, das richtig. Hey. Mhm. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Also, daher stammen seine Lieblingsmaterialien Fett und Filz. Genau, dieses Erlebnis war für ihn und für seine Kunst ganz entscheidend. Neben Filz. Fett, Wachs und Kupfer zählten tote Tiere, Schwefel, Honig, Blut und Knochen zu seinen bevorzugten Materialien, die bis dahin in der Kunst nicht üblich waren. Aber dazu später mehr. Sehr interessant. Lassen Sie mich an dieser Stelle erst einmal einen kurzen Überblick über seine Biografie geben. Josef Beuys wurde am 12. Mai 1921 als Sohn eines Kaufmanns in Krefeld geboren, ab 1947, also nach dem Krieg studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf Malerei und Bildhauerei. Aha. 1961 wurde er Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er bis 1972 lehrte. Ab 1964 stellte er auch regelmäßig auf der Documenta aus. 1979 erhielt er eine Retrospektive im Guggenheim-Museum New York und 1984, zwei Jahre vor seinem Tod, stellte er seine Werke in Japan aus. Alle Achtung. Beuys hat ja eine steile Karriere gemacht. Sicher hat er sein ganzes Leben nur der Kunst gewidmet. Das glaube ich nicht, denn Beuys war auch ein sehr politischer Mensch. Er war in der Studentenbewegung aktiv. Und um seine Studenten hat er sich auch sehr intensiv gekümmert. Hat er nicht sogar eine eigene Uni gegründet? Sehr richtig. Die Gründung der Freien Internationalen Hochschule für Kreativität und Interdisziplinäre Forschung ist übrigens als eine Reaktion auf die Kündigung seiner Professur an der Kunstakademie zu verstehen. Aha, aber wieso würde einem solch berühmten Künstler denn gekündigt? Tja, das haben sich damals auch viele berühmte Zeitgenossen, wie zum Beispiel Heinrich Böll, Martin Walser oder Gerhard Richter gefragt, die öffentlich gegen die Kündigung protestiert haben. Beuys war der Meinung, dass jeder der Kunst studieren möchte, dies ohne Nachweis seines Talentes, wie etwa Aufnahmeprüfungen, tun dürfe. Seiner Ansicht nach sollte sich der Schüler selbst darüber klar werden, ob er das Potenzial dazu hat oder nicht. Daher plädierte er für ein Probejahr an der Akademie. So nahm er gegen das übliche Verfahren auch abgelehnte Studenten in seine Klasse auf und besetzte mehrfach das Sekretariat der Kunstakademie seiner Kündigung folgte dann ein jahrelanger Rechtsstreit, der in einem Vergleich endete. Dann lassen sich bei Boys also Politik und Kunst nicht trennen. Ich habe neulich etwas über soziale Plastik gelesen. Vielleicht gehört das auch zu diesem Thema. Ja, unbedingt. Sie haben da einen zentralen Begriff seines Kunstverständnisses genannt. Boys hat das traditionelle Kunstverständnis er